Das hier ist ein schöner, kleiner, handlicher Luftfilter. Und das hier ist ein schöner, kleiner, handlicher Ventilator. Und wenn man diese beiden Sachen miteinander kreuzt, dann ergibt das so etwas hier. Das hier ist von Chicotec ein Gerät, das ich bisher in der Kombination nicht kannte. Und zwar ist das ein Ventilator, ein Standventilator und ein Luftfilter in einem. Und es ist nicht nur ein ganz normaler Standventilator, der sich mit diesen Flügeln dreht, sondern das ist ein Teil, ihr könnt das hier auch schon ein bisschen sehen, wir packen ihn jetzt gleich mal zusammen aus, das ist ein ganz besonderer Ventilator. Und zwar, ihr kennt diese ganz teure Firma mit dem D am Anfang, die diese ovalen Standventilatoren hat und die pusten an der Seite durch einen kleinen Schlitz, pusten die halt die kühle Luft euch entgegen, wenn es warm ist. Prima Klima. Zu dem Thema habe ich ja hier eine Playlist in meinem Kanal mit über 100 Videos zum Thema Klimaanlage, Ventilatoren, Luftreiniger und so weiter und so weiter. Über 100 Videos verlinke ich euch gerne in die Videobeschreibung. Und wie das Teil hier aussieht, ich bin schon sehr gespannt, wie er auch funktioniert und wie leise er sein mag. Das zeige ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. So, was haben wir hier alles ausgepackt? Wir haben hier einmal einen recht schweren Fuß, wo jetzt im Prinzip hier dieses Rohr drauf kommt. Das machen wir gleich zusammen und dann wird das halt verschraubt. Dann kommt da drauf hier auch recht massiv dieses Kopfteil, das ist das Gebläse. Hier hinten kommt der Filter rein. Und diesen Filter haben wir hier. Das ist ein sogenannter HEPA-Filter, ein Dreifachfilter, wo also Gerüche als auch Partikel aus dem, also Staubpartikel, Feinstaub und so weiter aus der Raumluft rausgesogen wird. Im Prinzip funktioniert es so, dass das Teil hier durch dieses Netz hier die Luft ansaugt, durch den Filter ansaugt und dann hier unten rauspustet. Und daran wird dann wiederum dieser Ring hier verschraubt. Die Luft wird dann hier reingepustet und durch diesen Ring hier, durch diesen ganz dünnen Schlitz, ringförmig im Prinzip, dann in den Raum abgegeben, und das ist dann die Kühlung, die uns das Ganze bringt. Hier seht ihr gerade ein Hintergrundbild von einem Video, das ich in letzter Zeit aufgenommen habe, The Future of Air Conditioning, und zu diesem Thema, ein interessanter Film übrigens, passt hier dieser Ventilator Total Pure 2 in 1 Moon Style sehr, sehr gut, finde ich. Guckt euch die Optik an, also das ist also wirklich was ganz, ganz Tolles. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Den kann man schön auch irgendwo in die Ecke stellen, dass man ihn dann auch sieht. Zusammenbau war überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich habe hier einmal Kreuzschlitz brauche ich und einmal eine Imbus. Und dann ist das ganze Teil in Ordnung, ist alles wirklich sehr gut funktioniert, sehr gut zusammengebaut, funktioniert auch sehr gut. Da braucht ihr also wirklich keine Fernbedienung. Wenn ihr sie braucht zur Bestimmung jetzt der Funktionen, die ihr hat, wie gesagt, könnt ihr hier reinschauen, ist auch unter anderem in Deutsch. So, wir werden ihn jetzt mal anmachen. Ich hatte ihn noch nicht an, eingesteckt habe ich ihn, Strom müsste er also haben. Er hat beim Strom einstecken einmal kurz Pieps gemacht und jetzt schalte ich ihn einfach mal an. Ui. Das ist sehr interessant. Okay. Also, ich habe das vielleicht gesehen, das kenne ich eigentlich nur von meinem Auto. Wenn ich den anmache, dann geht das Cockpit eins nach dem anderen an. Und hier die Firma, also der Schriftzug von Chicotec und hier diese ganzen Icons und das geht ganz langsam hintereinander an. Das sieht natürlich sehr edel aus. Ich mache ihn jetzt nochmal aus, mal sehen, ob das auch andersrum. Die geht einzeln aus und das fährt zurück. Super. Das ist natürlich richtig edel. Aber gut, die Optik ist aber immer noch eine Sache, die wichtig ist. Also das Ganze geht eben dann einzeln an. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Nehmen wir mal an, wir haben die Fernbedienung nicht. Wir haben hier ein riesengroßes Bedienpanel. Hier oben steht die Firma Chicotec drauf. Dann haben wir hier die Möglichkeiten, das Oszillieren einzustellen, einen Ausschalter, einen Timer einschalten und natürlich die Stärke der Luft, die wir entsprechend haben wollen. Wenn wir jetzt mal hingehen und hier den hier ausschalten, dann fährt er wieder hier zurück. Jetzt würde mich mal interessieren, wie sehe ich denn... Ah, okay. Das heißt, die gehen alle zurück, die Icons, und ganz leicht
bleibt hier der Ein- und Ausschalter, also das ist alles Touchpad, hier bleibt aber das Icon vom Ein- und Ausschalter ganz leicht übrig, sodass ich ihn hier einschalten kann. Das ist toll, das sieht ja richtig klasse aus. So, und jetzt bringen wir die Fernbedienung ins Spiel. Wie gesagt, wir können das hier alles wunderbar machen, das sieht toll aus, aber wir können auch mit der Fernbedienung alles hier bedienen. Wir können ihn zum Beispiel jetzt mal höher stellen. Für mich ist immer ganz wichtig, weil ich diese Teile auch in Richtung, also im Dachgeschoss speziell, wo ich ja wohne, wird es ja, wenn es richtig heiß wird, auch in der Nacht heiß. Und die Klimaanlagen sind alle viel zu laut. Da habe ich noch nie eine getestet in meinen 100 Videos, die ich im Prima Klima, in der Prima Klima Playlist habe. Ich habe noch nie eine Klimaanlage getestet, die ich nachts laufen lassen würde, weil sie alle zu laut sind. Da gehen die Lüfter aber. Und das hier ist der Silence Mode und der ist schon mal wirklich sehr leise. Das Mikrofon steht gerade mal 60 cm davon entfernt und das ist in Ordnung. Also, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das ist die Stufe 1 und das hat schon einen ordentlichen Luftzug. Ja, für Stufe 1 ist das schon mal recht gut. Wie gesagt, es wird ja jetzt hier, die Luft wird ja in dieses Teil hier reingepustet und kommt nur hier in diesem dünnen Schlitz entsprechend hier rund raus. Und das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Luftzug, leichter Luftzug, aber soll natürlich auch für ganz heiße Tage, wenn wir es im Büro stehen haben, wir haben es ja nicht nur im Schlafzimmer, das heißt, er soll ja auch mal ein bisschen mehr machen. Hier haben wir Stufe 5, das hört man natürlich schon, klar. Mal sehen, wie hoch es geht. 8, ja, allerdings auch ordentlich. Dann haben wir jetzt die Stufe 9, ja, das ist schon richtig viel, hört man, aber ich muss ehrlich sagen, dafür, dass das die höchste Stufe ist, das ist noch in Ordnung. Das könnte ich mir auch ein paar Stunden am Tag anhören. Da habe ich schon welche gehört, die dann unangenehmer sich anhören. Und das ist schon mal ein richtiger toller Luftzug. Und wie gesagt, das ist halt ein spezieller Luftzug. So, das heißt, wir können jetzt hier wieder runtergehen auf 1. Wirklich toll, wirklich super leise. Der kann in mein Schlafzimmer. So, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, einmal, jetzt bläst er die Luft einfach gerade nach vorne. Dann haben wir die Möglichkeit, den Kopf komplett nach hinten zu kippen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel haben wollt, dass er euch unter die Decke pustet oder wenn ihr sagt, er soll mir unter meinen Schreibtisch pusten oder auf den Boden pusten, dann könnt ihr das verstellen. Das müsst ihr per Hand verstellen. So, das Oszillieren, das macht er natürlich, das heißt also das Hin- und Herfahren, wenn ihr wollt, das macht er natürlich in automatisch und dann haben wir hier auf der Fernbedienung die Möglichkeit, das Ganze jetzt einmal machen zu lassen. Und das Interessante an dem Ding ist, das habe ich in der Videobeschreibung schon gesehen, er hat vorne verschiedene Zahlen, wenn ihr auf Oszillieren drauf klickt. Und zwar die Zahlen 30, 60, 90 und 120. Das sind die Gradzahlen, die er oszilliert. Das heißt, ihr könnt einstellen, ob er nur 30 Grad oszillieren soll, 60 Grad, 90 Grad oder 120 Grad. Das heißt also, wie weit er hin und her fährt, das könnt ihr hiermit entsprechend einstellen. Das ist jetzt Oszillation aus, Oszillation 1, jetzt habt ihr hier 120 und ihr könnt ihr drauf drücken, hier habt ihr 30, 60, 90, 120. Das heißt also, das habe ich auch noch nicht gesehen, dass man das alles mit der Fernbedienung auch machen kann und das vor allen Dingen so ein Teil, das euch auch entsprechend bietet. Ich zeige es euch jetzt nochmal gerade. 30, 60 Grad, 90 Grad, 120 Grad. Und jetzt haben wir wieder 30 Grad. Also wirklich auch sehr, sehr schön, alles mit der Fernbedienung möglich. Oder wenn ihr sagt, ich will nicht mehr, jetzt steht er richtig in der Ecke, jetzt will ich es genau da mir pusten lassen, dann macht ihr das einfach aus. Ihr habt hier noch die Möglichkeit, einen Timer entsprechend einzustellen. Und der Timer, jetzt muss ich das gerade mal zurückholen hier, der Timer ist 1 Stunde, 2 Stunden, 3. Okay, 8 Stunden kann ich das einstellen. Das heißt also, ob der jetzt noch 1 Stunde oder 2 oder 3 laufen soll, das kann ich am Timer entsprechend einstellen. Und dann gibt es noch hier oben eine Taste, die sieht mir so ein bisschen nach Sturm aus. Ja. Okay, das ist Sleep Mode. Der ist noch leiser. Und hier habt ihr den Maximal-Mode. Ja, das ist klar dazu. Das ist ein ordentlicher Windzug. Und dann wieder den Sleep-Mode. Das heißt, ihr könnt verschiedene Dinge hier mit der Fernbedienung machen. Was ihr auch machen könnt, ist, ihr habt eine Lampe hier dran. Das heißt, wenn ihr hier unten seht, das könnt ihr ein- und ausschalten.
Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich möchte ein bisschen eine Bodenbeleuchtung haben, dann wirft er euch, hier ist eine kleine LED drin und hier leuchtet er euch dann im Prinzip auf den Boden und das könnt ihr dann auch ein- und ausschalten. Und das ist also wirklich toll. Und einmal aus und wie gesagt, hier geht er jetzt einzeln aus und der Schriftzug fährt von hinten nach vorne. Super, wirklich super. Gefällt mir sehr gut. Vorteil ist natürlich entsprechend für alle Leute wie mich, die so ein bisschen mit Pollenallergie zu tun haben. Dadurch, dass der Luftfilter hier drin ist, habt ihr natürlich das, die Luft, die hier rausgepustet wird und die euch entgegengepustet wird und die euch, wenn ihr im Bett liegt, ins Bett gepustet wird, die ist gesäubert. Das heißt, 99,9% der Partikel, der Luftpartikel, Pollen und so weiter sind hier rausgefiltert. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr seid Pollenallergiker und nehmt einen ganz normalen Ventilator und lasst dann einfach nur die Luft euch ins Gesicht pusten, pustet euch natürlich die ganzen Pollen, die in eurer Luft sind, in der Wohnung, wie auch immer, beim Fenster aufmachen, beim Türen aufmachen, an den Füßen, wenn ihr reinkommt, an den Schuhen sind Pollen drin, dann holt ihr euch das alles, dann pustet ihr euch das alles mit den normalen Lüftern im Prinzip ins Gesicht, ins Bett, wie auch immer. Das gibt bei Leuten, die sehr empfindlich sind, richtig große Probleme. Das habt ihr hier natürlich nicht. Das heißt, das, was hier entsprechend rausgepustet wird, das ist vorher hier gesäubert mit dem Filter. Also das ist eine super, also einmal ist es sowieso ein toller Ventilator, weil er wirklich geil aussieht, finde ich. Er hat eine tolle Funktion. Er sieht auch von der Bedienung her, sieht er richtig schick aus. Was ihr hier jetzt seht, ist im Prinzip die Windgeschwindigkeit, die er euch jetzt entsprechend entgegenpustet. Das zeigt er euch auch noch an. Und das ist natürlich einmal die Optik, dann das Leise, dass er richtig schön auch ins Schlafzimmer kann. Und diese Silent Mode, es gibt viele, die haben das nicht oder die wackeln dann einfach schon, wenn er das anmacht. Also hier ist wirklich die Qualität auch wirklich sehr gut. Das habe ich auch beim Zusammenbauen gemerkt. Und wirklich mit dem Luftfilter da drin ist es einfach nur genial. Das heißt also für Leute, die ein bisschen was Stylisches zu Hause haben wollen, Daumen hoch. Für Leute, die einen super schönen, fürs prima Klima zu Hause einen super Ventilator oder auch fürs Büro oder fürs Schlafzimmer haben wollen, nochmal Daumen hoch. Und für Leute, die sagen, oh, ich habe aber Schwierigkeiten mit Pollen und dann wirbelt er mir die ganze Innenluft durcheinander, dann kriege ich noch mehr Pollen in die Nase, ist es auch ein Daumen hoch, weil das passiert nicht. Die Luft, die hier rauskommt, ist gereinigt. Also, da würde ich mal sagen, mehrere Daumen hoch für den Total Pure 2-in-1 Moonstyle und Moonstyle Dark gibt es auch noch. Das Teil gibt es, das seht ihr hier auf dem Foto, in weiß mit grau hinten und in komplett dunkelgrau. Das ist der gleiche Preis, könnt ihr euch bestellen. Wo ihr bestellen könnt, guckt da einfach in die Videobeschreibung rein, den Link, das kennt ihr von meinen Videos, habe ich euch dann dahin kopiert. Ich finde es toll, der bleibt bei mir zu Hause stehen. Und das ist ein richtig schickes Teil und ich freue mich immer mal wieder, wenn ich so Highlights testen kann und vor allen Dingen, wenn ich die dann bei mir in der Wohnung stehen habe und dann auch benutzen kann. Das soll es gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Abonniert gerne den Kanal, dann sind wir auch bei allen anderen Themen. Ihr seht, ich lasse hier so ein paar Sachen im Hintergrund mal immer laufen, damit ihr auch seht, mit welchen Dingen ich mich hier im Kanal sonst noch beschäftige. Abonniert den Kanal einfach, dann seid ihr herzlich eingeladen bei allen anderen Themen hier. Und würde ich sagen, ich wünsche euch einen coolen Sommer. Gerade die Leute im Dachgeschoss hier, toi toi toi. Und hiermit habt ihr auf jeden Fall schon mal ein richtig gutes Teil, wenn ihr sagt, okay, Klimaanlage kommt nicht in Frage. Aber das macht richtig kühl, das spürt man auch entsprechend. Und wie gesagt, der Silence Mode ist wirklich toll, auch wenn ihr das Teil im Schlafzimmer entsprechend haben wollt. Das soll es gewesen sein. Nochmal schönen Sommer, coolen Sommer. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier am Platz zum nächsten Video wiedersehen würden. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.